Let's Play Zombies Folge 3. Wir sind nach wie vor in der Pyramide des Schreckens und müssen noch einen Überlebenden finden, um den Level abzuschließen und weiterzukommen. Ich habe keine Ahnung, wo wir schon waren und wo nicht. Ich habe mich hier auch hoffnungslos verlaufen. Es sieht alles gleich aus. Vielleicht ganz oben rechts waren wir da schon. Boah, lass uns da lang. Jo. Und jetzt hier oben. Dadurch. Und dann rechts. Und dann? Ganz rechts kann es sein. Oh. Oh. Wir haben Zeit. Da nee. Haben wir schon einen geholt. Das ist nix. Lass uns hier mal runterlaufen. Hab ich auf der Karte irgendwo was auftaucht. Hier waren wir offenbar auch überall schon. Mhm. Ja, lass uns das doch mal rumlaufen. Das ist auch nix. Oh, Mann, oh. Das ist echt... Ganz unten links vielleicht. Okay. Boah. Können wir hier oben rum? Ich muss noch ein bisschen auf unsere Munition achten, ne? Habe ich noch irgendwas anderes, was ich benutzen könnte? Ja, Messer und Gabel kann ich man schießen. Ich habe hier einen Rasenmäher, den kann ich noch... Da ist, glaube ich, auch nichts. Da haben wir vorhin dieses Ehepaar eingesammelt. Da kommen wir nicht weiter. Aber waren irgendwo... wir denn hier oben? Ja, da ist nichts. Ach so. Wir müssen nach unten links. Oh Gott, da ist ein Gang. Der Level zieht sich wie kaum gerade. Oh. Hier, warte. So. Ah, oh, siehst du wohl. Das ist ja geil, dass das geht. Das wäre ein bisschen doof für mich. So, irgendwo hier unten muss jetzt noch einer sein. Der taucht auf der Karte aber auch gar nicht auf. Wenn ich mir die ganzen verschlossenen Türen angucke, dann waren wir ja auch eigentlich schon überall. Da. Da unten. Ich guck noch, ja. Ob hier was ist. Und weg! Oh, Entschuldigung. Warte, ich guck hier noch. Ist hier noch was? Gabelmesser. Alter! So, ein bisschen was abgeräumt. Okay. Haben wir alle gerettet oder ist jemand gestorben? Nee, ich glaube, wir haben alle gerettet. Ich habe aber gar keinen gerettet! Tja. Dafür hast du mich. Level Nummer 7. Der da heißt Dr. Tanks Castle of Terror. Oh, ob das ein Zahnarzt ist? Das wird auf jeden Fall zu. Da ist jemand. Terror passen. Ja, da kommen wir aber nicht durch. Ist hier vielleicht was? Und gucken wir, was ist? Achso, erstmal gucken, ne? Schlüssel? Nee, sonst ist hier nichts. Okay, weiter. Gehen wir erstmal rechts, würde ich sagen. Da habe ich eben schon Zombies gesehen. Oh Mann, ich hasse das. Du kannst ja nichts dagegen machen, diese Scheißviecher. Das Monster, die auf einmal aus dem Nichts auftauchen. Oh. Ich mach jetzt nichts mehr auf. Ne. Bin durch. Hier oben. Ach so, da kommt man hoch. Entschuldigung. Ich fühle mich wie ein Brain Dead mit dem Rasen. Ja. So langsam bräuchte man auch mal neue Dingsens, ne? Neue Dingsens. Ja, ich hätte auch gerne neue Dingsens. neue Arztkoffer hier. Arztkoffer, ja. Medizin. Aber ich für meinen hier Teil. Hoch? Ich habe noch jede Menge komische Tränke hier. Warte. Hier hast du einen Feuerlöscher? Oh. Warte. Nee, aber warte, ich habe Cola-Dosen. Hilft das was? Nee. Wir müssen... Ich werd verfolgt! Okay. Vielleicht ist hier draußen irgendwo einer. Siehst du, das haben wir jetzt nämlich verloren, dadurch, dass wir das Passwort benutzt haben. Also haben wir doch ganz schöne Nachteile dadurch. Stimmt. Irgendwie auch fies. Hier oben ist irgendwas. Unten müsste ja auch noch die Cheerleaderin sein, ne? Die wir eben gesehen haben, ne? Okay. Aber kein Feuerlöscher. Wie kommen wir denn... Oder müssen wir gar nicht bei dem Kamin lang? Das sah so aus, als wenn ein Gang war. Lass uns doch mal hier durch. Ist noch so eine Veranda oben. Hast du keinen Rasenmäher? Nee, ich hab keinen. Ach, ich hab meinen Rasenmäher jetzt aufgebaut. Ich hab nicht auf die Anzeige geachtet, wie ich noch hab. Scheiße. Oh, Mann. Kein Plan, ja, Gaming. At its finest. Also, da muss hier irgendwie... Wo läufst du eigentlich immer lang?
Ich denke manchmal, dass ich du bin. Kann man es mit der Wasserpistole auspusten? Ja! Tatsächlich. Nice. So. So, lass uns erstmal hier lang gehen. Das Baby retten. Was ist das denn? Das egal. Ist doch lassen fies. Wir die da. Gehen wir hier eben lang. Hier ist eine Tür. Und hier ist noch eine Potion. Willst du die einsammeln? Nee, ich nehme die, weil ich bin gleich tot. Dann kann ich mich in so ein Monster notfalls verwandeln anstelle eines okay. Verbandskastens. Ausgang! Oh, lauf! Boah! Oh Mann, ey, da oben war ganz viel Geld. Hast Scheiße. Du's gesehen? Hab ich jetzt eben erst gesehen, dass wir raus sind. Du hast wieder alle gerettet und ich gar keine. Ja, du bist wahrscheinlich zu langsam. Okay. Also es läuft gar nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe bis jetzt. Was hatte das jetzt eben eigentlich mit Dr. Tang zu tun? Haben wir gar nicht gesehen, ne? Nee. Gibt's dann, ist das Schloss nur von ihm gewesen oder gab es da tatsächlich einen, der so heißt? Keine Ahnung. Kein Plan. Okay. Okay. Warte. Aber da ist jemand. Wer denn? Oh Gott! Schnell weg! Justin Bieber! Komm rüber hier! Nein! Hier kriegt er mich nicht! Hier rüber! Hier rüber! Schnell! Ich komm! Hier rein ins Haus! Ins Haus, da sind wir sicher! Sind wir das? Ja! Also, guck, lass uns eben unsere Items mal durchgucken, was wir alles haben. Was wir einsetzen können. Wie mache ich das nochmal? Mit E? Mit unten? Mit unten und mit rechts, genau. Was ist das denn überhaupt? Dieses Kreuz. Und was ist ein blauer Trank? Ein Fragezeichen-Trank? Ein Haus? Oder ist nein, das Kiste? Ist kein Haus, das ist irgendwie Schatz. Pass auf, ich nehme die Bazooka. Ja. Und ich nehme die Tomaten. Nein! Ja, komm, nimmst die Bazooka, ich nehme die Tomaten. Und du, nein, du nimmst so einen Trank jetzt. Welchen denn? Fragezeichen. Fragezeichen, okay. Okay. Was ist das jetzt? Weiß ich nicht. Also, ich laufe mal einfach zu ihm hin. Vielleicht habe ich jetzt unverwundbar oder so. Ich bin unverwundbar und kann nichts machen. Ist ein guter Trank. Hier kommt man durch. Okay. Hilft uns das was? Oh, ich kann über Wasser laufen. Ich bin Jesus. Hoch? Warum schwimmst du denn? Komm hier irgendwie lang? Hier ist so eine Totenkopftür. Das ist immer ich gut. Wette, das Baby hat einen Totenkopfschlüssel dafür. Nee, meinst du, wir müssen das Baby töten? Ich glaube, wir müssen das Baby. Ich glaube, es ist ein Endgegner. Echt? Ich glaube, ja. Ach so. Ja, lass uns erstmal. Darum lag gucken, dort was auch eine ist. Bazooka, ja? Oh Gott. Also lass uns... Was ist das Haus? Wollen wir das Wollen Kreuz wir hier und das, unten nochmal eben gucken? Ja, aber das Kreuz und das Haus, also die Truhe vielmehr, die sehen ja. Irgendwie aus, als wenn die wichtig wären. Das passt doch auch zum Thema, wer mit Monstern und hast du nicht irgendwas. Okay. Ich bin platt und tot. Okay. Heil dich mal. Ich glaube, das sind mindestens 2 Punkte weg, wenn du platt gewalzt wirst. Das kann ich gar nicht. Ich hab gar nichts zum Heilen. Können wir irgendwie unseren Vorteil hier ausnutzen? Was bringt das eigentlich, dass ich ihn da gemacht habe? Da. Haben wir ihn besiegt? Ich glaube ja. Ich hab den Totenkopfschlüssel. Ist hier unten noch irgendwas? Cola? Ist nichts. Ein paar Tränke. Ja. Guck mal, da an der Seite ist irgendwie noch ein Item. Ja. So eine Kiste oder so. Da ist noch ein Schlüssel. Hier ist ein Verbandskasten. Oh, den brauche ich, ja. Das war irgendwie ein unspektakulärer Bosskampf, oder? Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Ich habe diese Kiste aufgemacht. Ich glaube, das ist auf der anderen Seite, der Verbandskasten. Wie? Ich muss die rechte... Oh nein! Oh Gott! Die rechte Taste musst du drücken, um den auszuwählen. Genau. Ah, und dann okay. Die obere.
Ja. Okay. Okay, dann wollen wir noch diese Kiste da einsammeln gehen. Dann müssen wir einmal außen rumlaufen. Hier mit der Bazooka natürlich. Warte, ich habe 4 Schuss fest. Ah. Ich sammle mal. Ist ja gut. Guck mal, da kann man auch durchschwimmen. Ja, brauchen wir nicht. Da kommen wir doch her, oder? Das ist doch weiß ich nicht. Ja. Ja. Das hast du davon. Gut, dass ich im Spielwarenladen bin, habe ich was zu tun. Ja, immer ein Clown hier. So. Okay. So. Ja. Es ist, irgendwie ist es auch ein bisschen komisch, hier durchzuschwimmen, oder? Ja. Also wenn da so Totenkopffässer sind, weiß nicht. Würde ich nicht machen. Und 2 Cheerleader wollen gerettet werden. Ja, siehste. Lief doch gut. Hä? Hä? Warum? Boah, ich hatte gerade so einen Schiss, dass das Spiel sich durchgeglitscht hat hier. Oh je. Ich habe mehr gesaved. Ja. Neues Passwort, das müssen wir aufschreiben. Also. NBGW. NBGW, alles klar. Okay. Weiter geht's. Level Nummer 9. Toxic Terrors. Das klingt irgendwie nach ganz viel Giftmüll. Okay. Oh, ein Hund! Ein Hund! Was ist das denn? Schleim, das sieht man doch. Erstmal nach links gucken. Es reagiert nicht auf Cola. Hier ist nix. Hat überhaupt schon irgendwas auf Cola reagiert? Die Zombies sind explodiert, wenn ich sie getroffen habe. Ja? Ich glaube, es gibt nur eins, was gegen das Zeug geht. Vielleicht finden wir irgendwie Head and Shoulders, wie in Evolution oder so. Wo müssen wir denn hin? Ich weiß nicht, hier in der Seite irgendwie hoch. Was ist das für ein komisches Geräusch hier unten immer? Das wäre dein Magen. Ich habe heute gut gegessen. Oh nein. Ich habe keinen Rasen mehr. Oh nein. Was hast du denn da? Schleim. Und das tötet mich langsam. Okay. Was machst du? Hier ist ein Rasenmäher. Mich irritieren lassen. Ist das Zeug irgendwie unsterblich? Ich glaube, ja. Hier kommen wir nicht durch. Wir müssen uns irgendwie hier durchs Haus durchboxen. Habe ich den Eindruck. Warte. Du musst mich wieder safen. Ich kann dich gar nicht safen. Du musst mich schießen. Nee, ich glaube, das hilft gar nicht. Doch, vorhin hast du es gemacht. Ja, aber es hilft irgendwie nicht. Lass uns da mal reingehen. Die ist echt unsterblich, oder? Oh, das kann doch nicht... Danke. Sag mal, was machst du denn? Oh nein, jetzt sind wir beide so ein Ding auf dem Kopf. Also, ich bin jetzt gleich tot. Und ich kann mein Dings nicht benutzen. Oh, wie fies! Ob wir mit unseren fantastischen Player-Skills diesen Level schaffen werden, sehen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen, oder? Ja. Bis dann. Bis dann. Tschüss.